fangt den Dieb. Um den Dieb zu fangen, du kannst ihn schlagen, du kannst ihn mit einem Auto überfahren. Wenn er wegläuft, kannst du ihn mit einem Auto verfolgen und ihn... Steht da hinten irgendwas? We've been robbed. Get in the car and chase the thief. Save our money. Schnell, 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 schnell. Wo ist unser Auto? Unser Auto brennt! Was? Okay, wo ist er? Da hinten? Alter, das ist lahm. Meter. Kriegen wir den noch? Dass man hier einfach Auto fahren kann. Geil. Darf man das? Querfeld einfahren? Oh shit. Ist das schlau, was ich hier mache? Keine Ahnung. Okay. Sieht nicht so schlau aus. Ich glaube, die sind beraubt. Sorry about this. I've got some money saved up. First go find the letter in the storage room. It has the combination to the safe. Boah, wie mies. Aber der ist doch nur weggelaufen. Wie mies war ist das denn bitte? 2600 hat er uns geklaut. So ein bisschen wie der Graffiti-Typ eben vom Gas-Station-Simulator. Schade. Aber ich glaube, wir hätten ihn gar nicht fassen können. Funktioniert das? Naja, halbwegs. Okay, das ist nicht so gedacht. Lagerung. Ich tue das Zeugs hier mal da rein. Geht zum Lagerhaus und findet einen Brief. Verstecktes Safe-Schloss. Ich habe etwas Geld gespart und kann es dir geben, um das Motel zu verbessern. Der Geldsafe ist in der Hütte. Um den Safe zu öffnen, brauchst du ein Passwort. Die Kombination ist 023412. Ich bin sicher, das wird wie Medizin für dich sein. 023412. In der Hütte, 100 Meter. Ich hoffe, ich muss mir das jetzt nicht merken. Haben wir ein Inventar? Geheimnis. 023412 023412 023412.
To avoid being robbed again, buy a camera from the upgrade menu on the tablet. This can protect us from thieves. 1200. Okay, ein paar Kameras kaufen. Und dann sollten wir eigentlich mal das Motel öffnen können. Kameras. We can go back to our motel now. The customers might ask you for food. Go to the market and buy some food. So links. Oh. Das Auto kann wegrollen. Gehen Sie in den Markt und kaufe Hamburger Eier Sandwich. Geh zur Kasse und bezahle das gekaufte Essen. Legen Sie die gekauften Lebensmittelbehälter in den Kühlschrank. Irgendwie cool, dass man hier so mit dem Auto rumfahren kann. Hat irgendwie was. Also, Hamburger. Eier. Sandwich. Einfach riesen Sandwich. Zur Kasse. $170, danke sehr. Tschüss. Ah, einfach langsam reinwerfen. Deswegen haben wir doch ein Pickup. Damit wir solche Dinge hier erledigen können. In den Kühlschrank damit. Now it's time to open the motel. Let's get started. Öffnen Sie das Tablet und klicken Sie auf Home App. Hauptmenü. Öffnen. Unser Auto rollt immer weg. So. Es sollte jetzt theoretisch geöffnet sein. Gehen Sie zum Empfang, warten Sie, bis der erste Kunde kommt. Klar. Da hinten ganz langsam. Was haben wir hier eigentlich sonst noch so viel? Okay, das ist diese Tür. Da vorne geht's noch hoch. Ah, Terrasse. Fast überfahren worden beim eigenen Motel. Ja, guten Tag, hereinspaziert. Kommen Sie nur näher, näher. Kann man eigentlich wirklich kein Radio oder so kaufen? Okay. Ich habe gerade Waffen gelesen. Wäre irgendwie ein bisschen falsch. Guten Tag. Excuse me. Do you have a room available for today? Klar. Zimmer 201. That it is our duty to take our customers' luggage to their rooms. Ja, machen wir gleich. Excuse me. Geht im 201. Hallo, danke. Kunden, retten Sie in Ihrem Motel sind.
Für Sie sehr wichtig. Es ist ratsam, die Kommentare der Kunden zu berücksichtigen. Schauen wir uns gleich an. Zimmer 203. Hostkunden, Sie können mehr Platz schaffen, die Wäsche für Kunden waschen. Kundenrezensionen. Sorry, wo war das? Kommentare wahrscheinlich. Essen. Bestellung kochen. Über das Bestellmenü auf dem Tablet können Sie Ihre Bestellung bestätigen und bereiten Sie die Bestellung Ihrer Kunden vor. Hallo? Excuse me. Do you have a room available for today? Nein. Really? I'm sorry. Das Hamburger. Hamburger. Was? Gut, theoretisch müssen wir dann also ein weiteres Zimmer öffnen und herrichten. Ja gut, beide haben Hamburger bestellt, von daher spielt das keine Rolle. Oh. Hallo? Hä? Ach so. Essen, tschüss. Ach so, man muss das noch genehmigen. Garen Sie Ihr Essen auf den Grill und legen Sie es auf den Teller. Ja, das ist klar. Kann ich irgendwie mehrere Dinge auf einmal tragen? Nicht. Schade. Es verbrennt dann gleich das Essen wahrscheinlich. Was das überhaupt möglich ist. Zimmer Service. Thank you. You're welcome, bye. Okay, Wäscherei ist da drüben. Kann man das Teil hier nehmen? Das wär's ja noch. Das wär's ja jetzt noch gewesen, wenn man das Teil nehmen hätte können. Aber gibt bestimmt irgendwie. Ernsthaft. Irgendwie, Zimmerservice. Zimmerservice. Wir müssen die Maschine in der Waschküche, um die Wäsche zu waschen und sie für die Kunden bereitzustellen. Muss ich jetzt hier warten? Wir können bestimmt später auch Leute einstellen. Schmutziger Ort, sauberer Ort. Wäsche geben. Zimmerservice! Danke, tschüss! Zimmerservice! Tschüss! Okay, wir brauchen noch eine dritte Person. Das heißt, wir müssen ein drittes Zimmer herrichten. Und möglichst schnell.
So. Dann kurz staubsaugen. Perfekt. Die Tränen wegtränen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ah, das habe ich noch nicht hier, schade. Das waren immer die falsche Taste. Das waren die Fliesen wieder drin. Was? Zimmerbrand? Ach du Scheiße. Was? Zimmerbrand? Okay. Ein Gegenstand ist schmutzig, Zimmer 01. Ach du meine Güte. Man kommt ja jetzt schon in den Stress rein. Kennt. Also sind die zwei Leute da noch drin? Oder wollen die auschecken? Ich glaube, die wollen auschecken, kann es sein? Hallo? Hallo, guten Tag! Klar! Excuse me. Ja, dann doch nicht, schade, sorry. Wir werden ja jetzt schon... Was ist das? 201? Wir werden ja jetzt schon mega überrannt von Kunden. So, jetzt auch. Hallo, wir haben kein Zimmer frei. Bitte hau ab. Excuse me. Really? Ja, sorry. Ja, Kunde, Lobby, I don't care. Wir haben noch eine Fähigkeit. Zweimal schlagen. Ach Mann. Excuse me, really? Excuse me, you really? Was kann ich dafür? Unser Motel ist zwar offen, aber wir haben bloß zwei Räume. Also bitte sorry dafür. Wir müssen noch mindestens eine Person aufnehmen, damit wir dieses Tutorial da unten abschließen können. Deswegen würde ich sagen, machen wir noch das. So. Okay, gemalt ist. Ja, wir haben noch eine Bestellung eigentlich offen. Kann ich jetzt aber gerade nicht annehmen, sorry. Also ich hoffe, man kann später hier Leute einstellen, ansonsten wird es ja mega stressig.
No! Nee, warte, das hat Tab. Das war falsch. Das war richtig. Ja, ich gehe gleich zur Wäsche. Zimmer 1 ist leer, okay, sehr gut. Zimmer 202.